Norwegens Gas- und Ölförderung mit wichtigen Lieferungen auch nach Deutschland ist durch einen Arbeitskampf bedroht. Wie der zuständige Arbeitgeberverband in Oslo mitteilte, sollen in der Nacht alle 6.500 Arbeiter auf den insgesamt 70 Feldern ausgesperrt werden. Als Antwort auf einen vor 2 Wochen begonnenen Punktstreik mit einigen hundert Beteiligten für bessere Pensionsregelungen. Der Mann von der Arbeitgeberorganisation Norsk Industri hofft, dass die Regierung eingreift. Denn das Ganze kostet Norwegen so viel Geld und setzt unseren Ruf aufs Spiel. Am Wochenende waren die Verhandlungen zwischen den Tarifparteien gescheitert. Der Streik hat nach Branchenangaben bisher zu Einnahmeausfällen von umgerechnet 330 Millionen Euro geführt. Norwegen deckt 27% des deutschen Erdgasbedarfs.